vorne hinzustellen und Musik zu machen. Und das wird dann auch noch übertragen. Also alle Achtung. Habt ihr gut gemacht. Das heißt, ihr seid ja noch dran nachher. Okay, ich bin diese Woche 65 Jahre alt geworden. Das war so der zweite Eindruck. Ja. Kann ich ja nichts für. Aber ich wollte damit sagen, das ist der zweite einschneidende Geburtstag meines Lebens. Der erste war mit 40. Und mit 40 habe ich plötzlich feststellen müssen, ich habe aufgehört, Jugendpastor zu sein. Da habe ich einige Jahre gebraucht. Und jetzt mit 65 stelle ich fest, ich gehe auf die Rente zu. Alles so verändert sich. Und ich habe mich gefragt, und das passt natürlich super zu unserem Thema, was motiviert mich, Jesus zu folgen? Und das seit meinem 12. Lebensjahr sind immerhin 53 Jahre. Und es ist ja ein Unterschied, ob ich nur sage, ich glaube an Jesus oder ich folge ihm aktiv nach. Und diese Predigt ist die letzte jetzt erstmal für diesen Abschnitt in unserer kleinen Predigtreihe Jesus konsequent nachfolgen. Das ist ja nochmal ein Unterschied, ob ich ihm irgendwie nachdackele oder ob ich ihm konsequent versuche nachzufolgen. Und dann die Frage, wer oder was hat mich denn als Christ geprägt, dass ich ein Nachfolger von Jesus geworden bin? Darüber habe ich mir Gedanken gemacht und daran möchte ich euch heute Morgen teilhaben lassen. Und ihr müsst das übertragen auf eure Lebenssituation, dann ist das sicherlich ganz, ganz spannend. Gut, zunächst mal frage ich, bin ich eine Ente? Entenkinder, ich bin sehr laut, Entenkinder, die kommen aus dem Ei. Könnt ihr mich ein bisschen leiser machen? Ich bin so laut. Ich möchte hier nicht die Leute anschreien. Entenkinder kommen aus dem Entenei und dann achten die nicht irgendwie auf andere, sondern die folgen sofort der Entenmama. Die tappeln ihr sofort nach und beginnen das zu machen, was die Entenmama macht. Das heißt also, die Enten, die aus dem Ei schlüpfen, die sind so ziemlich identisch in ihrem Verhalten mit der Entenmama. Wie ist das bei uns? Wenn wir jemanden, nachdem wir Christ geworden sind, kennenlernen, der eine lahme Ente ist, dann wirst du mit hoher Wahrscheinlichkeit auch eine lahme Ente. Und wenn du jemanden kennenlernst in deinem Christsein, der dich motiviert hat, der dir ein Oho, so möchte ich aber auch werden, vorgelebt hat, dann wirst du mit hoher Wahrscheinlichkeit ein aktiver Nachfolger von Jesus werden. Und dann wird das eine ganz klare, die klare Nummer eins Ausrichtung in deinem Leben sein. Also die Frage ist, bin ich eine Ente und tappel nur nach oder lasse ich mich prägen von Menschen, die mir vorleben, was es heißt, ein Nachfolger von Jesus zu sein. In meinem Fall waren das einige. Zunächst einmal meine Eltern. Meine Eltern haben so gelebt, dass ich als Kind von an ihrem Tun, nicht an ihrem Frommen, dass wir in den Gottesdienst gegangen sind, nein, an ihrem Alltagstun sehen konnte, so willst du auch einmal werden. Das ist ein sinnvolles Leben. Es lohnt sich, Christ zu sein und es macht offensichtlich auch Freude. Ich kann mich als kleines Kind noch erinnern, dass meine Mutter in einem Behelfslager, wir waren Flüchtlinge aus Ostpreußen, ich bin dann ein bisschen später auf die Welt gekommen, die hat Woche für Woche, über Jahre lang, jeden Samstag das komplette Wohnzimmer ausgeräumt, in Nebenräume verfrachtet, einschließlich einem großen Schrank, um dort Ziegelsteine hinzustellen, Bretter aufzustellen, damit 50, 60 Kinder Sonntagsschule machen konnten in einem normalen Wohnzimmer. Und das jede Woche, weil sie für Jesus brannte. Das war überhaupt nicht schwer. Tolle Vorbilder. Oder die Pastoren, die ich kennengelernt habe, da kann ich mich an einen Pastor erinnern, der steht auf der Bühne und es ging am Erntedanktag um den Vers wohl zu tun und mitzuteilen, vergesset nicht, Hebräerbrief. Und plötzlich laufen ihm die Tränen runter und er sagt, ihr Lieben, ich kann nicht mehr reden, ich bin so fett, ich bin so dick geworden und jetzt soll ich über Teilen sprechen und über Erntedank. Und das war so authentisch. Und ich sag, boah, wenn du mal predigst, und da war ich vielleicht 18 oder 19,
dann möchte ich auch so offen sein können wie dieser, mein Dieter Vogt, dieser, mein Pastor, der mich an entscheidender Stelle geprägt hat. Oder meine Schwester Walli, ein Jahr jünger als ich, sie ist verstorben mittlerweile vor 4 Jahren. Und meine Schwester Walli hatte einen Alkoholiker geheiratet und sie hat ihm geholfen, frei zu werden. Und sie ist ein ganz großes Vorbild gewesen. Und dann haben sie 3 Kinder bekommen. Und dann bekam sie mit 30 MS, Multiple Sklerose. Und ihr Mann sagt, was soll ich denn mit einer Frau, die bald im Rollstuhl sitzen wird, und war weg. Das war scheiße. Aber den Rest ihres Lebens, über 30 Jahre, war sie mir ein ganz entscheidendes Vorbild. Wie kann ich mit meinen körperlichen Einschränkungen leben? Und sie hat immer gesagt, ihr braucht nicht um Heilung zu beten. Ich weiß, dass ich diese Krankheit vom Herrn tragen soll zu seiner Ehre. Und das hat sie tatsächlich getan. Wenn man sie besucht hat, hat sie uns bedient und hat gestrahlt. Und das hat sie über 30 Jahre lang vorbildlich gelebt. Christsein trotz Handicaps. Dann hat mich die Teestubenarbeit geprägt. Eine Arbeit über fast 10 Jahre. Sabine ist dort auch zum Glauben gekommen. Da haben sich fast jeden Abend Menschen für Jesus entschieden. Und wir haben nichts gemacht, außer stundenlang Lieder gesungen, manchmal eine kleine Andacht gehalten. Es ging nur um Jesus und um unsere Gemeinschaft mit Jesus, um nichts anderes. Und dadurch kamen Menschen zum Glauben. Es ist so fantastisch, mit Jesus zu leben. Und dann zuletzt meine Arbeit in der Zeltevangelisation, nicht als Evangelist die letzten Jahrzehnte, sondern die 2 Jahre, wo ich mit dem Zelt unterwegs war. Alle 14 Tage bautest du an einem neuen Ort ein Zelt auf. Da passten 1000 Leute rein, 17 Tonnen Material. Und ich war der Zeltmeister. Und dann kommen Leute jeden Abend und haben die Botschaft von Jesus gehört. Das hat mich fasziniert. Da kamen der Tippelbruder rein, da kamen Leute rein, die sonst mit der Kirche nichts zu tun hatten. Und viele fanden es zum Glauben. Und ich habe gedacht, das ist doch super, dem Herrn nachzufolgen und ihm zu dienen. Und so bin ich später selber Evangelist geworden, weil Gott mich so geführt hat. Prägung. Was hat dich geprägt? Ich muss mal ganz kurz hier meinen Schuh zu binden. Auch mit 65 muss man banale Dinge noch hinbekommen. Was hat dich geprägt? Wer hat dich geprägt? Und haben dich die, die dich geprägt haben, so geprägt, dass du für Jesus brennst? Und dass du nicht nur eine lahme Ente bist, sondern ein Mensch, ein Christ, der Jesus ganz mit ganzer Hingabe nachfolgt. Was hat mich noch geprägt? Nun, eine ganz wichtige Tatsache, Gott hat keine Null-Bock-Haltung. Gott hat keine Null-Bock-Haltung. Er ist einer, der voll auf uns Menschen steht. Im Johannesevangelium könnt ihr das nachlesen. Denn Gott hat der Welt seine Liebe dadurch gezeigt, dass er seinen einzigen Sohn für sie hergab, damit jeder, der an ihn glaubt, das ewige Leben hat und nicht verloren geht. Gott hat keine Null-Bock-Haltung. Der Vater nicht, der Sohn nicht, der kommt auf diese Welt und für uns am Kreuz stirbt, und der Heilige Geist nicht. Alle haben sie eine proaktive Haltung gegenüber uns Menschen. Das finde ich fantastisch. Gott interessiert sich für jeden Menschen. Nicht einer geht über diese Welt, an dem Gott kein hohes Interesse hat. Er interessiert sich aber auch für seine Schöpfung. Er interessiert sich für Tiere, für die Tierwelt, für unsere Gesellschaft, für den Klimaschutz, für den Umweltschutz. Gott kennt kein Desinteresse. Gott möchte, dass das Leben der Menschen gelingt, und meint es auch. Ich habe mich immer wieder in meinem Leben gefragt, besonders in dem Abschnitt bis zu meinem 17. Lebensjahr, 12 bis 17, und dann noch mal 1-2 Jahre später, so 23, 24, möchte ich mit einer Null-Bock-Haltung mein Christsein leben? Klar, man geht sonntags in den Gottesdienst, das ist ja auch nicht schlecht, aber ansonsten interessiert mich weder die Tierwelt, noch Menschen, noch das Klima, noch die Politik. Ich bin desinteressiert. Ich habe null Bock.
Gott hat das nicht, ihr Lieben. Und das hat mich fasziniert. Dann hat mich sehr geprägt, dass Gott, davon bin ich zutiefst überzeugt, keine pure Pflichterfüllung will. Manche kommen aus Gemeinden, und ich habe das auch miterlebt, wo pure Pflichterfüllung verwechselt wird mit Christsein. Aber das ist ganz eklig, wenn man so geprägt wurde. Und das führt nicht zu einer konsequenten Christusnachfolge. Also zum Beispiel, ach so, einen Bibelvers kann ich euch hierzu nicht geben, gibt's nämlich keinen. Gib keinen Bibelvers, wo drin steht, du sollst deine Pflicht erfüllen als Christ. Also Sprüche wie, ich muss das und das als Christ doch machen, könnt ihr abhaken. Ich muss gar nichts. Gott will nicht, dass wir Menschen sind, die aus purem Pflichtgefühl heraus etwas zu tun. Wenn du meinst, du musst am Sonntag in den Gottesdienst gehen, vergiss es. Das schlägt nicht das Herz Gottes, sondern wenn du das von Herzen tust und Gott begegnen willst und seinem Wort vertrauen lernen möchtest, dann komm. Aber ich muss überhaupt nichts. Und genauso ist es mit der zweiten, jetzt kommt, Jesus erwartet das von mir, bestimmte Dinge zu tun, fromme Leistung zu bringen, irgendwie ja für ihn da zu sein. Oder fromme Leistung bringt mich Gott näher. Wenn ich mehr in der Bibel lese, dann hat mich Gott mehr lieb. Wenn ich mehr bete und mehr spende und mehr tue. Und so immer bin ich es, der Leistung bringt, als ob ich mir einen Orden erwerben soll. Aber das ist nicht die Botschaft der Bibel. Du musst keine frommen Leistungen bringen. Viel Bibel lesen und beten ist Pflicht. Nein, es ist keine Pflicht. Es ist ein Geschenk, dass wir das Wort Gottes haben. Und es ist ein Geschenk, dass du beten darfst. Das ist ein Geschenk Gottes an dich, dass ich jeden Tag mit Gott reden darf. Alleine oder mit meiner Frau oder mit meinen Kindern früher oder in der Gemeinde. Ein großes Geschenk. Und Milliarden Menschen würden sich darum reißen, wirklich diesen persönlichen Kontakt mit Gott haben zu können. Wir reden ja nicht irgendwo an die Zimmerdecke oder bilden uns etwas ein, sondern wir sprechen mit dem lebendigen Gott. Das ist doch fantastisch. Oder willst du einen Orden von Gott? Manche Menschen meinen, sie könnten durch ihre Arbeit in der Gemeinde, egal was es ist, sich bei Gott einen Orden verdienen. Und den wollen sie dann auch noch von der Gemeinde haben. Und wenn du nicht genügend Beifall für deine Tätigkeiten in der Gemeinde bekommst, dann sind sie sauer und ziehen sich wieder zurück, weil sie wollten sich einen Orden verdienen, aber sie wollten nicht etwas tun, weil ihr Herz für Jesus schlägt, weil sie ihm konsequent nachfolgen wollen. Das ist ein gewaltiger Unterschied. Stellt euch einen Fußballer vor. Kann man das hier lesen? Ach, kann man schlecht lesen. Das betrifft Fußballer, Ehemänner, Pastoren, Christen als reine Pflichterfüller. Stellt euch einen Fußballer vor, der verdient ein paar hunderttausend und jetzt kommt der, heute Nachmittag spielt Schalke 04, der kommt da auf den Platz und dann läuft er da so ein bisschen rum und erfüllt seine Pflicht. 90 Minuten spielt er da so ein bisschen Gaga-Fußball. Ja, da bist du frustriert. Stell dir Ehemänner vor, die haben geheiratet und dann gehen die zur Tagesordnung über. Sie erfüllen die Pflicht. Ja, ich habe doch meine Familie ernährt. Ich habe doch das und das gemacht. Ich habe doch den Keller aufgeräumt. Pflichterfüllung, aber vergessen, dass Ehe mehr ist, als nur seine Pflicht zu erfüllen. Beziehung zu leben, sich um die Kinder zu kümmern und um die Ehefrau, damit die wachsen und reifen. Und ich weiß, was ich sage, als einer, der mit nach 10 Ehejahren sehr schmerzlich feststellen musste, dass ich meine Familie regelrecht vernachlässigt habe. Und das als Pastor. Stellt euch einen Pastor vor, der am Sonntag oder in der Woche nur reine Pflichterfüllung treibt. Der macht eben so, was man als Pastor macht. Einen Hausbesuch, Seelsorge oder was auch immer. Stellt euch einen Pastor vor, der nur seine Pflicht erfüllt. Wie schrecklich. Er soll es doch tun, weil Gott ihn gerufen hat und weil Gott ihn berufen hat, bestimmte Dinge zu tun und zu schenken in die Gemeinde hinein. Also Gott will keine reine Pflichterfüller. Ich bin ein bewusster und begeisterter Nachfolger von Jesus, weil ich keine Pflichten erfüllen muss, sondern das hat andere Gründe. Was mich motiviert, Jesus zu folgen, ist auch der Liebe-Lernprozess. Da trifft Jesus auf einen Gesetzeslehrer und er fragt, was muss ich tun, um das ewige Leben zu bekommen?
Und dann sagt Jesus ihm, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben. Von ganzem Herzen, mit ganzer Hingabe, mit aller deiner Kraft und mit deinem ganzen Verstand. Und du sollst deine Mitmenschen lieben wie dich selbst. Ihr Lieben, das habe ich in all den Jahren niemals perfekt hinbekommen. Gott so zu lieben, wie es ihm gebührt und meine Mitmenschen so zu lieben, wie es ihnen gebührt. Habe ich nicht geschafft. Aber ich darf teilhaben an diesem Liebe-Lernprozess. Und zwar bis ich nicht mehr auf dieser Erde bin. Das motiviert mich, Jesus nachzufolgen, weil in der Bibel steht, ohne Liebe bin ich nichts. 1. Korinther 13, in den ersten Versen, könnt ihr das nachlesen. Wie sieht denn das konkret aus, Gott zu lieben? Mit ganzem Herzen, konsequent, mit ganzer Seele, mit all meiner Kraft. Nun, ich will euch ein Beispiel erzählen von Bibelschülern. Empfindsame Gemüter mögen jetzt die Ohren sich zuhalten. Aber es ist Realität des Lebens. Anfang des 20. Jahrhunderts gab es in China eine große Christenverfolgung und in einer Bibelschule waren circa 100 Bibelschüler. Alles junge Menschen. So, was weiß ich, zwischen 18 und 25. Und sie studierten die Bibel und dann kamen die Kommunisten damals, und noch waren noch gar keine Kommunisten, die kamen und haben das Haus umstellt und haben die Bibelschüler aufgefordert, einzeln aus der Tür zu kommen und auf das Kreuz zu trampeln, was vor der Tür hingelegt wurde. Und wer um das Kreuz her, wer da drüber ging und drauf trampelte, der war frei. Und wer um das Kreuz umging und damit sich zu Christus bekannte, der wurde erschossen. Und dann geht die erste junge Frau raus. Und es war ein junger Mann. Und er kriegt totale Schiss. Und er trampelt über das Kreuz und ist frei. Und dann geht eine junge Frau raus und betet und umgeht das Kreuz und wird erschossen. Und das hören die anderen da drinnen, fast 100 Leute. Das wird jetzt ernst. Und dann sind alle anderen, über 90 Leute, junge Männer rausgekommen, sind alle erschossen worden. Keiner hat auf dem Kreuz mehr getrampelt. Das ist konsequente Nachfolge. Warum aber? Weil ihr Herz bei Gott war. Wenn die nur aus Pflichtgefühl gelebt hätten, wären die nie und nimmer dafür bereit gewesen, in den Tod zu gehen. Und wisst ihr, was mich bei einem meiner Vorträge sehr, sehr berührt hat? In einem Vortrag, von dem ich dachte, da sitzen nur Erwachsene, kommt nachher ein 11-jähriger Junge, so klein und so ganz zartes Gewächs, und kommt nach vorne und hat Tränen in den Augen und er sagt, ich möchte mich zu Jesus bekehren. Ich sag, okay, warum? Ja, ich möchte auch so sein wie diese Bibelschüler. Ich will nicht gegen Jesus sein. Hoppla, der hatte das verstanden und es hat ihm keine Angst gemacht. Er wollte auch so sein und sagt, das ist noch nicht in meinem Herzen. Und dann hat er sein Leben Jesus anvertraut. 11 Jahre alt, unglaublich. Und du sollst deine Mitmenschen lieben wie dich selbst. Ich habe das bestimmt schon mal erzählt, wie ich nach Hause gekommen bin aus der Teestubenarbeit, nicht nur einmal, und habe irgendeinen jungen Mann, der Drogen nahm, mitgebracht oder einen Obdachlosen. Und ich kann mich an einen Abend erinnern, da kam so ein Obdachloser mit mir nach Hause. Das war irgendwie 12:30 oder 1 und wir haben geklingelt und mein Vater kommt an die Tür und begrüßt mich und sagt, wen hast du denn da mitgebracht? Ich sage, ich habe hier den Paul mitgebracht, das ist mein Freund. Und dann gibt er dem Paul die Hand und sagt, herzlich willkommen, du bist ein Freund meines Sohnes und darum bist du auch mein Freund und mein Haus ist dein Haus. Und dann hat er ihn reingebeten, wir haben uns in die Küche gesetzt, die Mama stand auf, hat Spiegeleier gebraten und hat sich neben ihn gesetzt und hat ihm die Hand auf den Kopf gelegt und ihn gestreichelt, diesen völlig unbekannten Mann. Und er war 10 Minuten nicht in der Lage, sein Brot zu essen und seine Eier zu essen, weil er nur noch geheult hat. Ihr Lieben, du sollst deine Mitmenschen lieben wie dich selbst. Das habe ich von meiner Mutter gelernt.
Das ist radikale Nachfolge. Auch nachts um eins. Auch wenn das Ihnen sicherlich nicht leicht gefallen ist, das kann ich mir heute gut vorstellen, wo ich selber 65 Jahre alt bin. Was motiviert mich, Jesus zu folgen? Noch zwei kurze Gedanken. Beter und Segnender sein zu dürfen. Lasst euch durch nichts vom Gebet abbringen, steht im Römer 12. Segnet die euch verfolgen, segnet sie, verflucht sind. Ich habe ganz viel gelernt, was konsequente Nachfolge im Gebet heißt von meiner Frau in den letzten Jahrzehnten. Andere zu segnen, immer wieder beharrlich. Ich segne dich im Namen Jesu, du, den blöden Chef, der Mann, der mir Schwierigkeiten macht. Konsequent nachfolgen heißt nicht nur, ich will, dass es mir gut geht und Gott ist dazu da, dass ich keine Probleme habe, sondern ich segne diese Menschen in dieser Welt, die so hoffnungslos sind und die Stress machen und die vielleicht auch mit mir Stress haben. Kann ja auch mal passieren. Segne sie im Namen Jesu, dann geht die Kraft Gottes auf eure Umwelt aus. Das ist für mich ganz persönlich konsequente Nachfolge. Und der letzte Gedanke, ich lebe nicht, hoffentlich nicht, damit es mir hier gut geht, sondern ich lebe, damit noch ganz viele Menschen Jesus kennenlernen, bevor er wiederkommt. Lesen wir einmal im 1. Thessalonicher Brief. Der Herr selbst wird vom Himmel herabkommen. Ein lauter Befehl wird ertönen. Und auch die Stimme eines Engelfürsten und der Schall der Posaune werden zu hören sein. Daraufhin werden zuerst die Menschen auferstehen, die im Glauben an Christus gestorben sind. Danach werden wir, die Gläubigen, die zu diesem Zeitpunkt noch am Leben sind, mit ihnen zusammen in den Wolken emporgehoben dem Herrn entgegen. Und dann werden wir alle für immer bei ihm sein. Tröstet euch gegenseitig mit dieser Gewissheit. Ihr Lieben, das hat mich seit meiner Bekehrung mit 12 Jahren begeistert. Am Ende werde ich für immer bei Jesus sein. Es geht nach Hause, ins Vaterhaus. Das steht wie ein gutes Vorzeichen vor meinem ganzen Leben. Das Leben ist nur ein Übergangsbahnhof und dann beginnt die Ewigkeit und ich bin dabei. Nicht, weil ich so ein toller Hecht bin, weil Gott so großartig ist. Und Jesus wird wiederkommen, um uns zu sich zu holen. Vergesst das nicht. Bei all dem, was wir hier an Schönem haben, richtet euch nicht zu gut ein. Denn die Bibel sagt, er wird kommen wie ein Dieb in der Nacht. Er kommt nicht dann, wenn wir damit rechnen. Und auch dann nicht dann, wenn wir uns jetzt vor Corona fürchten und irgendwelche sagen, es geht jetzt dem Ende zu. Ja, das stimmt, es geht irgendwann dem Ende zu. Jesus wird wirklich real wiederkommen. Aber für dich heißt es, du gehst nach Hause. Und wenn du diese klare Gewissheit nicht hast, dass du nach Hause gehst zu deinem Papa im Himmel, sei es durch die Wiederkunft Jesu oder sei es durch deinen Tod, dann bitte verschleudere keine Minute und sage, ich möchte ab heute mit Jesus leben. Ich weiß noch nicht, wie das alles aussieht, aber ich will nicht an diesem Jesus vorbeileben. Es lohnt sich, ihm konsequent nachzufolgen, weil wir ein wunderbares Ziel haben. Ich fasse zusammen, was motiviert mich, Jesus zu folgen? Weil Gott keine Null-Bock-Haltung hat und ich will auch keine haben. Weil wir keine bloßen Pflichterfüller sind. Weil der Liebe-Lernprozess ein fantastisches Mittel ist, damit wir in dieser Welt ein Kontrastprogramm leben können. Liebe Gottes leben. Und weil ich ein Betender und Segnender sein darf. Und weil Jesus wiederkommt. Gott segne euch und schenke euch diesen festen Glauben und diesen tiefen Wunsch. Ich möchte nicht nur eine Ente sein. Ich möchte ein konsequenter Nachfolger von Jesus sein. Amen. Wir hören ein Lied von unserer Musikgruppe. Herr Jesus Christus, ich danke dir, dass du unser großes Vorbild bist und dass es lohnt, dir nachzufolgen. Aber ich danke dir auch für die Menschen, die in meinem Leben Vorbilder waren, die mich geprägt haben, die den Mann aus mir gemacht haben, der ich heute sein darf, mit allen Schwächen und Stärken. Herr, und so bitte ich dich, dass du uns miteinander segnest und dass wir dir näher kommen und dass wir diesen tiefen Wunsch haben,
dir mit aller Konsequenz nachzufolgen. Amen.